So, damit hallo und herzlich willkommen zur letzten und siebten Folge von eigentlich der Huni-Fan, dem besten Format auf dem Kanal natürlich, mit Stammgast Silas. Guten Tag. Die wieder behindert ist, wie auch sonst. Heute geht's weiter im Mazda Eric 7. Natürlich ein bisschen aufgebaut, ein ganz kleines bisschen. Ich muss auch quer fahren, die Kamera hier. Ich versuche ein wenig quer zu fahren, vielleicht auch nicht. Ich gebe mir Mühe, mich nicht zu blamieren. Wird schwer. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht klappen. Aber ich blamiere mich ja eigentlich eh jede Folge. What the fuck? Wie du geflogen bist. Hä? Unter dem einen Auto drunter her und bei dem anderen drüber. Ich hab das gesehen. Ich bin so, okay. Erstmal Clip machen. Das war zu behindert aus. Vor allem unterm Auto drunter her und dann. Hä? Ich verstehe es auch nicht. Das war so, okay. So eine richtig unlogische Flugbahn. Ja, ich habe mal einen Clip gemacht. Ah, funny. Sorry, Hunigan Master RX7 Truck Stallion. Natürlich ein Extreme Track Toy. Ja, was auch sonst? Ja, es ist ja ein Track-Toy, es ist ja so ein übelstes Drift-Monster für den Dreck von Dreckigkeit. Ja, Drift-Track vielleicht. Nordschleife zum Beispiel. Puh, ja, auf jeden Fall. 6 Minuten, easy, ne? Ich bin die Nordschleife schon einmal komplett in einem durchgedriftet. Ohne Fail. Ohne den Drift zu unterbrechen mit GP-Strecke. Im Motorsport 6, nicht in Real Life. Ach nee. Sag bloß. Ja, ich gebe meinen E36 dahin. Ja. Der wird das bestimmt schaffen, der wird es auch bestimmt überleben. Die erste dauerhaft. Kurve, rechte Wand. Nee, so ein bisschen driften kann ich ja auch in echt. So, außer eine, außer aus. Das ist ein Driftauto, ne? 500 PS. Ja. Ich kann auch driften an einem Corsa, ne? Handbremse. Danke fürs Rammen. Das war sehr nett von dir. Ja. Geht gut quer, sieht das, ne? Ja. Du sollst driften und nicht deinen Controller vergewaltigen. Warum denn? Und dein Controller ist lauter als seine Stimme. Nee, nie im Leben. Bei dir vielleicht. Das Bankrad 90 Grad. Dank dem Bordstein. Vor allem Controller vergewaltigen, ja, als. Das ist nur der linke Stick, nicht zum Driften halt, ne? Immer links, rechts. Gegenlenken. Schneller links, rechts. Geht ja schlecht ohne Gegenlenken. Also, ich kann damit halbwegs driften. Meine Verhältnisse. Boah, das Auto lässt sich gut köpfen. Oh ja. Hier auch ein bisschen mehr Leistung. Halt einen fetten V8, ne? Mhm. Ja. Nein, nicht in die Wand. Gott. Na, die muss Punkte oben gerne haben, keine Punkte. Ja. Muss man manchmal echt hier über den Rasen wirken, dass du bis zur nächsten Kurve kommst. Na, kleiner Walltag. Ich habe gleich 100.000 oben. Dauert nicht mehr lang. Ich bin gerade bei. Oh! Fuck. Kette verloren. Das war gute 37.000 mal 6. Ich bin jetzt bei 81.000 Mal 6. War das gestern so oder so? Oder war das vorgestern? Bin ich auf Roulette gefahren. Mit KI. Da hatte ich eine. Ne, das war gestern, das war noch im Koop. Das war noch abends, noch mit einem Kumpel. Vom Level 100 Drag Race. Da sind wir weiter so ein bisschen Koop gefahren, so ein bisschen gepimpelt. Da waren wir in Byron Bay, glaube ich, mit SUVs. Hatte ich bei so einem kleinen Rundstreckenrennen wie dem hier. Glaube ich, eine 80.000er mal 6 Kette.
natürlich die KI so, das kann ich aber so nicht angehen lassen. Von der Kanne weggefickt, Punkte weg. Hab mich so aufgeregt. Ja, diese Sekunde, ich diese Kette über 3 Wunden oder so aufgebaut. Macht die KI sowas. Aua. Was wird ja schön EP geben, ne? Ich habe jetzt 100.000. Ich habe meinen Booster, dass ich 3 mal EP bekomme. Den habe ich, glaube ich, nicht mehr an. Den habe ich eben angemacht vor der Aufnahme. Komm, jetzt noch durchdriften, ja. Ja. Oh, mit knapp 120.000. Let's see. 120.000 km/h natürlich. Ja. Boah, fuck, ey. Huck, huck. Nicht gegenfahren? Jawohl, geschafft. Wir haben wieder mal richtig hart dominiert. McLaren F1 ist halt, ne? Ja, so CLK GTR, den Jaguar. Sind schon nicht schlechte Autos. Hör auf zu singen. Ich bekomme. Ja, wem verlierst du denn? 44.000 EP. Ja, moin. Und du so? 14.000. Ich hab auch keine Booster oder so an, ne? Also. Und deine Felgenkette vor dir. Ja. 2 sogar, glaube ich. Das kann halt mal passieren, ne? Ja, nur 44.000, das ist voll wenig. Ja, für 3 Runden, ne? Da gibt's ja Golden mehr. La 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 la, schalala la 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 la. Ja, das ist wieder seine Ladezeit, das ist richtig gut. Macht er immer irgend so eine Scheiße. Oh, warte. Du bist halt Spasti. Ich hoffe, man hat den Furz gerade nicht gehört. Ich hoffe es. Wahrscheinlich so übertrieben laut. Ja, du musst so, was ich immer noch sagen. Du musst die Lautstärke in dem Moment so richtig hochdrehen. Ja. Aber auch so richtig, von der Tonlage so richtig hoch. Ja. Aber so mit Bass, ne? Kurz mit Bass, Junge. Meine, der hatte richtig Bass, Alter. Drop the Bass, ne? Drop the Part. Wieder ein Sprint des Renners. Mit ein paar Kurven, die man hoffentlich driften kann. Stimmt. Warte mal. Oh Gott, ich hab die Gesicht. Ich bin schon wundert. Der weg, du scheiß Jaguar. Ja. Ja, muss ich gerne noch. Jawohl. Kloppung geschafft. Drift ist aber auch so übertrieben langsam, ne? Ist nicht doch. Ja, das ist mein Spiel, ne? Das bleibt alles so, wie es hier ist. Mal bin ich schnell, mal langsam. Mal fail ich. Ziemlich oft eigentlich. Gerade läuft's gut, läuft gut. Eine Strecke, ne? Ja, ich sehe nur die Hälfte. Ja, also geht bis jetzt ganz gut quer. Leider war schon wieder Nacht. Aber bei dem Rennen konnte ich halt nichts ändern bei Tageszeit und Wetter. Es war halt aktuell. Alles gut, bis jetzt war jedes Rennen gefühlt Nacht. Letztes Rennen nicht. Ja, okay. Also bei Nachtdriften ist ja auch was, ne? Halt so krassen Driftautos hier, eine Straßenrennszene. Oh, das war ein bisschen kurz. Account, Abfassbühne-Fähigkeit. Woo! Was nun?
Ne, Wacken. Du bist gerade ziemlich leise, Silas. Ich war knapp. Oh, das war knapp. Okay, oben. Ganz nette Kette. Wird noch ein bisschen mehr sein. Stimmt. Das dann geht ja noch ein bisschen. Oh nein. Komm, erstmal Kette saven, ja? Na, wie viele Punkte krieg ich jetzt noch hier? Ja, gute 30.000 mal 6. Ist ja auch schon was. Historia, die ist gut. Tore. Ja, hab's schön verkackt. Obwohl. Es geht. Oh, die ist eng. Aber geht auch quer. Ich muss sagen, ich habe schon mal schlechter gedacht. In dieser Folge. Das ist doch gut. Ja, ne? Na, wieder knapp 100.000. Mal machen. Na, bekommt man jetzt die DNF? Nein. Das ist mir doch noch nie passiert. Hier doch. So, noch ein 10, 7.800 irgendwas mal 3,8. Also ich sag, ich bekomme 16.000 EP. Ja, ich schätze, wir kommen dann so wie um die 44.000. Ja, gut. Ja, Team Driver Tag kann nix. Ja. Die können gar nicht querfahren, weil sie sind richtig. Ja, richtig kacke sind die. Deswegen können die nichts. Wer nicht querfahren kann, der kann nichts. Oh, schön. So. Das war in Ordnung. EP-technisch. Ha! 16.007! Ich habe nur 37.000. Das war ein bisschen wenig, Silas, ne? Ja. Hat zum letzten Rennen mehr. Obwohl ich selber Fächer getaucht habe. So, wieder ein Rundstreckenrennen, ist wieder in drei Runden. Das letzte Rennen. Dann haben wir diese Folge abgeschlossen und auch den letzten Erfolg in Forza für mich. Dann habe ich alle 2.500 Gamerscore. Juckt. Mich. Viel. Okay. Ich will ja alle Gamerscore haben im Spiel. Also mich juckt das. Dich nicht. Gamerscore such die. Guck mal, warte, wie viel hab ich? 12.830. 29.795. Gay. Ja, das ist gay. Ich sammle halt gerne Gamerscore. Werde ich auch in Forza 7 so machen. Will ich auch alle haben. Das einzigste Spiel, wo ich alle habe, ist, glaube ich, Rainbow. Und nee, Forza nein, Horizon nein. 2 Presents Fast and Furious. Da habe ich genau. Genau, da habe ich auch alle. Ich habe noch Walking Dead Season 1 und 2. The Wolf Among Us, Horizon 2. Horizon 3 jetzt noch. Motorsport 6. Nein. Ich glaube trotzdem niemanden. Nein, da fehlt ja einer tatsächlich. Ja, ich will mal einen anderen Erfolg. Darf ich raten, welcher das ist? Du weißt es doch. Nee, weiß ich nicht. Ich würde es schätzen, dass es der Erfolg 24. starten, erster werden in der Multiplayer-Lobby. Ja. Sonst habe ich alle. Was habe ich denn noch 100%? Ein Erfolg. Wow. Yo! Yo! Wieder gelandet. Da habe ich noch NBA 2K17 The Pillow. Diesen. Das Ding habe ich noch ein paar Prozent. Ey, das sah geil aus, ne? Junge, wir sind in meinem Bildschirm auch so, ey. Aber wieder richtig gelandet, ne? Das ist geil. Oh, du Behinderte. Dann habe ich, glaube ich, GTA 5. Ohne Online habe ich da alles auf 100%. Boah, dann glaube ich gar nicht mal so viele Spiele. Also du nicht, dass du alles gesammelt hast.
Oh nein, warte, Forza Ride 1 habe ich auch verlaut, Kollege. Darf ich nicht alle? Ha, Lappen! Ja. Ein richtiger Lappen. Okay. Ja, aber ich habe halt gerne alle Erfolge in einem Spiel. Das ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl für mich. Oh nein, nicht Baum! Nein, 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 bitte nicht! Oh Mann! Also ich habe bei anders ein befriedigendes Gefühl, aber... Wenn du eine Gurke im Arsch hast? Seine. Was? Wenn du eine Gurke im Arsch hast? Ah, Junge, Alter. Was geht da nicht in deinem Kopf vor? Forza. 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 Gurke im Arsch. Junge, was ist mit dir? Wie kommst du auf sowas? Ja. Das fragst du? Ja. Jede Folge, wenn ich mir benetten Sachen sag. Ja, aber ich da noch nicht da an. Das war mit dem Gurke im Arsch. Oh, Junge. Ich meine, ich kenne deine sexuellen Interessen nicht, aber wer weiß. Ja. Das auf jeden Fall nicht. Ich weiß ja nicht, wie du dein Gemüse magst. Nicht in meinem Arm. Hätte das sein können. Es gibt bestimmt solche Menschen, die so Gemüse in den Arsch stecken. Zumindest ist auch nicht schlimm. Eben das seine. Aber davon hast du ja noch deine Sträuße, ne? Was mit Sträußen? Das ist ja noch deine Sträuße. Was für Sträuße? Na, Sträuße. Warum Sträuße? Weiß ich nicht. Also das muss ich dich fragen, also das war auch ein Sträuße. Bist du drauf gekommen? Ich hab keinen Plan, was du laberst, oder? Das ist Wochenende, ja, da laber ich nichts im Vorwurf. Juhu, ich hab wieder 100.000. Juhu, ich hab 17.000. Ich kam, ohne Scheiß, kurz bevor ich auf dem Ziel war, ist das noch auf 100.000 hochgesprungen. Das war's, gell. Ja, war's auch. Ja. Durchziehen wegen, jawohl. Ich stell vor, jetzt bekommen wir keinen Erfolg, weil wir es irgendwie falsch gemacht haben. Weil man doch gewinnen muss mit jedem Auto. Nein, glaube ich nicht. Also wenn wir Erfolg haben, da war auch schon Fortschritt. Also da waren durchschnittlich 70% oder so. Hatten wir da schon. Vollaufnahme. Also das haben wir schon richtig gemacht. Perfekt. So, mal gucken, wie hier die Endplatzierung ist. Ja. Wir sind einfach überlegen. Team Driverta 0 Punkte, Team Silas BSD 6051. Also das letzte Mal hier. Jawohl, Erfolg, ich hab einen Erfolg. 100 Gamerscore, ein echter Uni-Fan. Darauf kann man das Verdeck anziehen lassen. War da nichts gehört? Schade. Oh, sei froh, dass es die Riechfunktion nicht gibt, ey. Ich räume mal kurz ein bisschen von meiner Xbox weg. Oh, jetzt bin ich wohl. 638. Von so 10 Meter Entfernung zocken auf einem kleinen Monitor ist auch richtig geil. Ja. Jawohl, 100.000 Gamerscore. Ach, so ein 4:3 Fernseher, wo 20 cm Diagonale. Das ist übel chillig, Digga. Ich brauche jetzt noch was für meine Füße. Da könnte ich von hier aus dick zocken. Oh, ich sitze gerade so ungefähr 10 Meter von meinem Monitor entfernt. Ich komme mal kurz bei den Erfolgen. So, da haben wir es. 2500 Gamerscore und 131 von 131 Erfolgen. Was noch fehlt hier, sind noch die 4 vom nächsten Forza drin. Der aber, wenn diese Folge rauskommt, schon war. Logischerweise. Dann sind das vielen Dank fürs Mitfällen natürlich. War schon mit dir, 7 Folgen. Oh, ja. Das war behindert vor allen Dingen. Silas, der Special-Guest. Ja, richtig special. Gab es noch nie in einem Video von mir. Noch nie. Sein erster Auftritt. Richtig geil. Schick dir jetzt ein Foto. Was machst du? Ich schick dir jetzt ein Foto. Soll ich das einblenden? Kannst du machen. Ich schick dir jetzt ein Foto, wo ich sitze. Wie weit ich von meinem Handy Monitor ist gerade. Wo ist mein Handy überhaupt? Die gerade 3 Meter von mir entfernt. Aber ich kann gar nicht aufstehen. Ja, du musst nur ein bisschen was pixeln. Aber so einen riesigen schwarzen Balken machen, wo dein Penis ist.
Ja, genau. Oder ganz kleinen schwarzen Balken nur. So ein Pixel. Oh. Ah, Junge, haben wir den gehört? Ich hab den gehört. Dann Perfekt. nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich wahrscheinlich in Forza Motorsport 7 wieder. Wir? Ja, klar, sicher. Ja, aber die Zuschauer und ich wahrscheinlich auch. Schätze ich mal. Wollen wir die erste Motorsport 7 Folge gemeinsam aufnehmen? Nein. Warte mal kurz. Da sage ich direkt nein. Dann das Let's Play mache ich eigentlich sowieso größtenteils. Oder nicht fast ausschließlich im Singleplayer. Multiplayer-Folgen sind auf jeden Fall geplant. Zu scheiße, warum machst du nicht Koop? Wenn es überhaupt Koop gibt. Es gibt Koop. Sicher? Ja. Wo hast du das gelesen? Alter! War das ein Furz? Ja. Als ob, Alter. So Würden wir jetzt die Folge beenden? abartig manchmal. Das kann nicht wahr sein. Also ich furze auch gerne, aber nicht in der Aufnahme, ja? Das unterlasse ich eigentlich. Du Okay, rülpsen, furzt das geht klar, aber gerne. furzen nicht. Du furzt gerne. Ist so. Manchmal, wenn ich so einen kleinen Rülps hab, dann rülpse ich einfach. Mir doch egal. Aber furzen nicht. Dann bis Perfekt. zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao.